Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Und wir befinden uns hier im Aufenthaltsraum, den ich jetzt in den letzten Folgen ziemlich gut weitergebaut habe, finde ich persönlich. Ich muss nochmal dazu sagen, falls jemand die letzte Folge nicht gesehen hat, bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen hier. Und ich warte natürlich immer noch auf eure Meinung, weil ich die natürlich noch nicht lesen konnte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, macht das hier schon einen sehr, sehr schönen Eindruck, der natürlich noch nicht perfekt ist, denn sonst wäre ich fertig. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich möchte gerne heute noch ein paar Kleinigkeiten weitermachen und eine Sache ganz besonders, denn ich finde, diese Wand hier eignet sich extrem gut für einen neuen Geheimgang, denn wir könnten ja rein theoretisch hier ein Bild hinsetzen und dann wieder diesen Trick mit dem Durchlaufen machen, weil, ich zeige euch das gerade mal ganz kurz, wir können ja hier langlaufen und ihr seht, hier ist noch gar nichts gebaut worden, also ich sollte mal ein bisschen ausleuchten vielleicht für euch, weil kann ja sein, dass ihr wieder nichts seht, tut mir leid. So, so und so und so und so und so und so und so. Alles klar, so, jetzt solltet ihr hoffentlich was sehen. Wir haben hier natürlich noch alle Möglichkeiten offen, das heißt, hier haben wir keine Raumaufteilung, wir können hier machen, was wir wollen, wie wir lustig sind. Und deswegen könnten wir eigentlich einen Gang machen, der hier so lang führt und vielleicht sogar hier Richtung, ja, Turm führt. Allerdings nutze ich diese Türme ja auch total gerne als kleines Treppenhaus. Das ist jetzt die Frage. Ich denke aber, es wäre schon eine coole Sache, wenn wir hier vielleicht irgendwie einen Geheimgang machen, hier vielleicht noch Fenster rein, dass man irgendwie noch in diesen Raum kann, ohne diesen Hauptgang hier zu benutzen, also ohne dieses Treppenhaus, was wir da gebaut haben. Denn das hier, ja, es sieht sehr offen aus, es soll ja auch sehr offen aussehen, denn jeder Schüler soll direkt checken, ah, hier ist ein Aufenthaltsraum, weil ihr seht ja, hier ist dieser Gang, den haben wir ja schon gebaut, dann ist man halt hier, hier gibt es auch verschiedene Etagen und Möglichkeiten, irgendwo reinzugehen, hier wollte ich ja auch nochmal gucken, obwohl, nee, hier haben wir, ja genau, hier ist nämlich auch noch die Frage, hier haben wir auch noch einen Turm, der angeschnitten wurde, wo es auch dezent reinregnet, und ja, hier müssten wir auch nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwie einen Zugang zu diesem Klassenraum legen. Leute, es wird ultra interessant. Ich liebe diese Raumaufteilung. Ich schwärme davon. Und das sollte man hoffentlich mittlerweile gemerkt haben. Es ist ultra krass. Und, ah, hier haben wir auch jetzt soweit... Ja, der Raum war... War das schon zu die ganze Zeit? Ja, muss ja. Wer soll es sonst gemacht haben? Merkwürdig. Naja, aber hier haben wir jetzt auch das Dach fertig, soweit. Das heißt, wir sehen jetzt hier genau, wie die Ausmaße sind und wie weit wir bauen können. Ich bin hochgradig... Scheiße. Ich bin hochgradig gespannt, Leute. Und wir werden jetzt als allererstes einmal kurz uns Treppen holen. Wenn ich keine habe. Und ich habe leider keine. Das ist dezent schade und dezent dumm. Aber, ja, macht man nichts. Dann werde ich jetzt mal gerade ganz kurz zu einem Crafting Table laufen. Wir haben ja da hinten am Ende des Ganges eins. Und während ich da hinlaufe, so Dagi, krieg dich mal wieder ein hier mit deinen Wortfindungsstörungen. Möchte ich gerne den Kommentar einblenden, den ich heute bekommen habe, beziehungsweise den habe ich schon vor ein paar Tagen bekommen, für euch, aber für mich ist er heute gekommen. Versteht mal, was ich sagen will, ich produziere ja vor und so, ihr wisst ja, was Sache ist. Und zwar hat der Clash of Clans und Clash Royale geschrieben, kannst ja mal eine LBH-Folge machen, in der du erwähnst, was du tun würdest, wenn du ein Paselmund wärst. Würdest du es geheim halten? Würdest du böse sein? Würdest du dann einen Basilisken züchten? Und sonst kannst du ja noch Ideen erwähnen, was du machen würdest. Würde mich auch freuen, wenn andere auf diesen Kommentar antworten. Was ihr davon haltet und so weiter. Oh, ich habe immer so ein Problem mit diesem Quervorlesen. Ach ja, jemine. Und ich mache mal hier auch Fackeln hin, Leute. Ich merke mir das jetzt. Ich schwöre es euch. So und so. Wunderbar. Und dann machen wir uns mal eben kurz... Moment mal, soll ich aus Cable die... Ich mache das aus Cable, Leute. Ich hole mir die nochmal gerade ganz kurz, weil das schöner aussieht am Ende. Finde ich jetzt. Und während ich mal gerade ganz kurz zur Base laufe, um mir Cable zu holen, gehe ich mal auf den Kommentar ein. Als Paselmund, das ist eine interessante Frage, weil man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Und man muss das ja auch aus der Sicht der Zauberer sehen, so wie er das geschrieben hat, weil er hat ja gefragt, würdest du es geheim halten? Das heißt, er bezieht das jetzt nicht so auf die Tatsache, dass ich jetzt in der Muggelwelt wäre und da Parsel sprechen könnte. Also, dass ich jetzt quasi als Daniel Parsel sprechen könnte und das meiner Muggelgesellschaft quasi... preisgebe, weil da ist es ja nicht so verpönt. Es wäre zwar etwas richtig Krasses, wenn man mit Schlangen reden kann, aber es hat ja nicht diesen gleichen Stellenwert wie in der Welt der Zauberer. Da ist es ja ein böses Zeichen in dem Sinne. Und deswegen ist die Frage, meint ihr das jetzt in Bezug auf die Muggelwelt, also auf die reale Welt hier, oder meint ihr das in Bezug auf, die Zaubererwelt? Aber ich denke, er meint das in Bezug auf die Zaubererwelt, weil sonst macht die Frage, ob ich es geheim halten würde, eigentlich nicht so mega viel Sinn.
Und ich würde sagen, nee, ich würde es wahrscheinlich nicht geheim halten. Einfach aus dem Grund, weil ich finde es sowieso sehr seltsam, dass alle Zauberer grundsätzlich über einen Kamm geschoren werden. Oh Gott, Leute, ich muss aufpassen, welche Wörter ich benutze. also, dass alle über einen Kamm geschert werden, so ist richtig. Nur weil sie ein Talent haben, was gleich andere böse Zauberer hatten. Das ist etwas total Komisches, weil ich meine, man sucht es sich doch nicht aus, ob man Paselmund ist oder nicht. Der Harry, der konnte sich das ja auch nicht aussuchen. Das war ja auch einfach so, es war halt einfach so. Er wurde zwar nicht direkt damit geboren, es war ja auch bedingt durch Voldemorts Aktion am 31. Oktober. Aber trotzdem hat er keine Wahl gehabt, er hat sich das nicht aussuchen können. Und stellt euch mal vor, ja, ihr habt ein Talent, wofür ihr nichts könnt und dafür müsst ihr euch rechtfertigen und deswegen kriegt ihr oder habt ihr ein schlechtes Bild in der Gesellschaft oder ein verpöntes Bild in der Gesellschaft. Das finde ich persönlich ist schon eine ganz böse Form von Diskriminierung, finde ich persönlich, weil man konnte in den Harry Potter Büchern und Filmen nicht beweisen, dass jeder einzelne Paselmund böse ist oder grundsätzlich böse ist. Klar, J.K. Rowling hat uns viele Beispiele gegeben von Zauberern, die Parsel sprechen konnten und dann auch böse wurden, wie zum Beispiel Herpo der Üble, Lord Voldemort und so weiter, Salazar Slytherin und so weiter und so fort. Aber es gibt doch bestimmt auch noch Paselmünder, die sie vielleicht nicht genannt hat. Denke ich jetzt einfach mal. Also es ist zwar eine sehr seltene Fähigkeit, aber in den ganzen Jahrhunderten 3-4 Leute, die das nur konnten? Ich weiß ja nicht. Also ich glaube eher, das wird schon noch ein bisschen mehr gewesen sein. Also, ja so, keine Ahnung, aber das sind ja Millionen. Ja gut, Zauberer sind es jetzt vielleicht nicht Millionen, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Generationen und dass da nur 3-4 Leute, naja, ist ja auch erstmal nur eine Vermutung von mir. Aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass einfach grundsätzlich jeder, der Parsel spricht, böse ist und das sollte man auch auf gar keinen Fall so sehen, finde ich, weil es halt auch irgendwie eine Form von Diskriminierung ist, weil man den Leuten halt auch nur von den Kopf schauen kann und nur weil man ein Talent hat, wofür man eigentlich gar nichts kann, kann man jemanden nicht einfach so verurteilen für etwas. Finde ich, meine Meinung. Und deswegen würde ich es nicht geheim halten und bevor ich jetzt weiter quatsche, möchte ich mal kurz überlegen, was ich hier noch ändere, weil, Leute, sieht das nicht geil aus eigentlich mit den Treppen? Also ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Irgendwas will ich da oben machen. Wir haben da so eine, so eine Art Lücke, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da machen will, aber die eignet sich bestimmt für irgendwas ziemlich, ziemlich gut. Hier, das hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Was könnte man da reinmachen? Ich habe schon so gedacht, so Bücherregal, aber es wäre voll unnötig. Ja, da müsste man sich mal was überlegen. Ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist, und mache erstmal da nichts, weil ich da jetzt noch nicht so die mega Idee habe, aber wir können ja mal im Gedanken behalten, dass da irgendwas gemacht werden könnte. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal gerade ganz kurz den, ja, wenn ich denn einen Geheimgang machen möchte. Ich warte da nochmal kurz mit und überlasse euch die Entscheidung. Fändet ihr es cool, wenn wir hier noch so einen Bildgeheimgang machen? Das heißt, wir machen hier irgendwie eine Tür oder mit Redstone könnten wir rein theoretisch auch arbeiten. Und dass man dann von diesem Raum hier irgendwie hier durchkommt und dann quasi, ja, dann bauen wir irgendwie so einen geheimen Mechanismus hier hinter. Wir haben ja genug Platz, das ist ja gar kein Problem. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet, dann mache ich das. So, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt eben noch mit den Statuen. Das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge kurz angesprochen, dass ich das machen möchte. Und ja, ist, denke ich, eine ganz coole Sache. Wir können das jetzt auch mal direkt mit den Treppenstufen ausprobieren. Denn, wie ihr seht, haben wir Treppenstufen dabei. Ja, ich habe dran gedacht. Und so würde das dann im Endeffekt aussehen. Ja. Ich kann mich schon damit anfreunden. Jetzt lasst mich mal gerade kurz überlegen. Wäre es interessant oder sähe es cool aus, wenn wir hier irgendwie so Steinmäuerchen machen? Aber die sind natürlich auch etwas breiter, ne? Das heißt, wir müssten gucken, wie genau setzen wir die. Weil, ja, hier würde ich zum Beispiel 2 hinmachen wollen. Und die Frage ist, wie groß machen wir den Abstand davon? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich mache das mal so. Ich setze mal einen etwas versetzt nochmal. Also das heißt, wir machen den hier nochmal weg und den hier auch nochmal weg. So, dann haben wir nämlich gleich etwas mehr Platz. So, und dann machen wir das gleiche nochmal in grün, hier mit den Treppenstufen. Und dann haben wir jetzt hier so einen Zweierübergang. Und dann würde ich sagen, machen wir mal
4 Steine dazwischen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Anzahl. Das heißt, hier einmal und hier einmal. Und wer sich jetzt wundert, weil wir jetzt hier durch die Wand stoßen, ja klar, das müssen wir jetzt natürlich nur auffüllen. Von innen haben wir mehrere Möglichkeiten, das später zu verstecken. Also, man sieht ja jetzt hier, ja, es sieht halt, ne, es ist halt so ein kleiner Vorsprung, der jetzt natürlich nur aus Deko-Elementen besteht. Ob man das gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die können wir ja natürlich auch später verkleiden, das ist ja gar kein Problem. Zumal das hier ja sowieso ein Gang war, wofür wir noch keinen richtigen Sinn hatten. Also, aus der Sicht betrachtet, ist das ja sowieso überhaupt gar kein Thema. Aber gleich bei den anderen Räumen wird das halt trotzdem irgendwie mit in den Raum einfließen. Deswegen müssen wir da mal gucken. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ist es so clever, einen Viererabstand zu machen, weil ich würde gerne eine Fackel genau in die Mitte hier eigentlich setzen. Fällt mir mal so eben gerade ein. Ja. Ja, 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 ja. Oder nee, wir machen das so, die Fackeln bleiben auf der Seite und wir machen hier nur die Statuen. Ich muss übrigens gleich nochmal in den Creative, weil ich die abbauen muss. Das geht ja leider nicht im Survival. Und dann werde ich die abbauen und die gleiche Anzahl oder die Anzahl, die wir jetzt hier an Einkerbungen machen, werde ich dann noch setzen. So, wenn wir jetzt hier, jetzt muss ich nämlich nochmal kurz überlegen. 3, da könnten wir den genau hier mittig setzen. Damit das, ich versuche immer so eine gewisse Symmetrie zu bewahren, Leute. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, ich gebe mir aber immer beste Mühe. Ich hoffe, das klappt jetzt auch soweit. Hier haben wir zum Glück die Wand noch. Das heißt, wir müssen jetzt hier nur den hier machen. So, und ich komme auch gleich nochmal auf das Thema, Leute. Das war jetzt noch nicht alles, aber ich möchte mich nochmal ganz kurz konzentrieren. Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Fehler mache, der dann später eventuell nerven könnte. So. Jetzt haben wir hier das hier. Jetzt würde ich sagen, ich mache erstmal so Markierungen und wir brauchen gleich eine neue Spitzhacke auf jeden Fall. Ach, komm schon. Warum denn so früh? Oh, na gut. Dann kehren wir nochmal ganz kurz zur Base zurück. Ich schnapp mir nochmal eine neue Spitzhacke und dann spreche ich nochmal gerade ganz kurz über das Thema. Denn es wurde ja auch gefragt, ob ich das ausnutzen würde, eventuell um einen Basilisken zu züchten oder so. Ich muss sagen, ja, es wäre wirklich ein Gedanken wert. Also, wenn man Paselmund ist, hat man die Möglichkeit, Basilisken zu züchten und die hören dann auch auf dich. Also, die gehorchen dir. Und ja, es ist schon, also ich habe jetzt nicht Angst vor Basilisken, weil sie Schlangen sind und ich generell Angst vor Schlangen habe, sondern einfach, weil ich weiß, dass sie sehr gefährlich sind. Und die Gefährlichkeit wäre ja nicht mehr da, wenn ich die Kontrolle über den Basilisken hätte. Ist logisch. Und deswegen wäre es schon irgendwie eine Idee, aber man muss natürlich auch überlegen, wo bringt man diesen netten kleinen Basilisken unter, denn der kann bis zu 17 Meter lang werden und das ist natürlich eine Größe, die man nicht mal ebenso in sein Kinderzimmer packen kann, ne? Ist natürlich auch nicht so geil. Deswegen müsste man sich überlegen, kann man den unterbringen und wie füttert man den vor allem auch, weil fressen will der auch hin und wieder mal wahrscheinlich. Und da muss man natürlich gucken, wie komme ich an die ganzen Ressourcen, um den auch überhaupt zu ernähren. Aber grundsätzlich, einen Gedanken daran verschwenden würde ich in jedem Fall. Einfach weil es extrem cool ist. Stellt euch mal vor, ihr habt einen eigenen Basilisken, der auf euch hört und ihr befehlt den Sachen auf Pasel und ihr habt einfach, ja, ihr könnt einfach sagen, ich habe einen Basilisken. Ich habe einen Basilisken, der auf mich hört, der alles tut, was ich ihm sage und der absolut treu ist. Das ist doch geil, oder? Also ich finde das geil. Ich würde da echt einen Gedanken dran verschwenden. Ob ich das jetzt machen würde oder nicht, ist jetzt nochmal eine andere Geschichte und das ist jetzt hier nicht symmetrisch, ich Vollhorst. Machen wir nochmal hier so. Also ob ich das jetzt machen wollen würde, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ich würde jetzt noch nicht speziell sagen ja oder nein, aber ich würde auf jeden Fall überlegen, ja, ich könnte es eventuell tun. Weil ganz abgeneigt wäre ich auf jeden Fall nicht. Wäre schon cool. Aber ich würde ihn keine Schlammblüter umbringen lassen. Das auf jeden Fall nicht. So. Was wurde denn noch gefragt? Ich gucke jetzt gerade nochmal. Ich habe den ja immer neben mir offen, noch den Kommentar. Achso, ich kann ja auch noch Ideen nennen, was ich sonst noch machen würde. Das ist eine gute Frage. Also mit als Paselmund, ja, ich würde auf jeden Fall mein Talent in dem Sinne, würde ich auf jeden Fall wollen, also dass ich das mit meinem privaten Umfeld teile. Das ist die Frage. Das ist jetzt echt die Frage. Ich denke, ja. Also, ich denke schon, dass ich das auf jeden Fall teilen würde, weil die Leute, die mich mögen würden in der Zaubererwelt, die denke ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man dann so direkt. Wobei, im zweiten Teil hat man ja auch gesehen, dass Ron und Hermine schon ein bisschen unsicher waren, was das jetzt mit Harry Potter zu tun hat, dass er Parsel sprechen kann. Die waren ja, sie waren misstrauisch. Sagen wir es so, sie waren misstrauisch.
Deswegen müsste man sich wahrscheinlich in der Welt der Zauberer gut überlegen, ob man damit wirklich an die Öffentlichkeit geht oder ob man das geheim hält. Und ich könnte jetzt nicht pauschal sagen, wie ich da selber verfahren würde. Das ist sehr schwer. Das ist echt schwer. Ich würde es wahrscheinlich sagen. Ich würde es ihnen wahrscheinlich sagen und einfach mal die Reaktion abwarten. Aber ja, sicher kann ich mir da auch noch nicht sein. Das würde halt erst sich ergeben, wenn ich dann wirklich in dieser Situation stehen würde. Aber es ist halt ein schwieriges Thema. Wie gesagt, es ist halt sehr verpönt in der Welt der Zauberer. Und auch aus einer sehr unbegründeten Art und Weise, aber es ist halt verpönt. Das muss man als Punkt festhalten. So, und jetzt komme ich nochmal gerade ganz kurz auf das Bauthema zu sprechen. Denn jetzt werden wir mal gerade ganz kurz in den Creative gehen. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, dann muss ich ja Cheats erlauben anmachen, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. So, / Game Mode 1. So. Und dann nehme ich jetzt 1, 2, 3, 4. Also ich habe jetzt erstmal nur 4 genommen und die nehmen wir uns jetzt wieder. Nochmal, um alle Fragen aus der Welt zu schaffen. Ich mache das jetzt hier nur im Creative Mode, weil man diese Statuen nicht abbauen kann. Man kann sie nicht abbauen, das geht nicht. Ich nehme mal erstmal nur einen, weil die verschwinden ja sowieso nicht aus dem Inventar. Das tue ich mal einfach weg. Und deswegen, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt hier in Creative gehe. Das hat nichts mit Cheaten zu tun. So. Zack, 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 zack. Dann ist der Gang auch wieder etwas breiter vor allem. Das finde ich auch ganz schön. So, jetzt haben wir 4 gesetzt. Ich setze jetzt einen 5. und nehme einen weg. Nein, verdammt. Oh Mann. So. Hier bin ich jetzt am Überlegen. Das ist nämlich jetzt hier ein Problem. Dieser Abstand zwischen diesen beiden Räumen ist ziemlich beschissen. Hoppala, ja, ich gehe mal wieder aus dem Modus raus kurz. Müssen wir halt immer mal wieder so ein bisschen switchen. So, jetzt könnte es vielleicht etwas besser funktionieren. Ich guck mal gerade. So, 1, 2, 3, zack, zack. Hier wäre der erste. Und hier wäre der zweite. Und das ginge auf, okay. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Dann werde ich jetzt hier noch 2 Einkerbungen machen. Und dann sollte das, denke ich, für den Anfang reichen. Dann werden wir gleich hier auf der Seite jeden wegnehmen. Wobei wir dann natürlich noch eine Statue irgendwie holen müssen. Weil wir haben eine Statue weniger auf der Seite, als wir jetzt auf die Seite setzen. Aber ist ja auch kein Problem. Ich glaube, die Ressourcen sollten wir alle noch haben. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Bin mal gespannt. Nee, aber Leute, mich würde es natürlich auch mal interessieren, was würdet ihr machen, wenn ihr Puzzle könntet? Würdet ihr sagen, so, ja, ich würde das jedem meiner Freunde erzählen, ich wäre da voll stolz drauf? Oder würdet ihr eher vorsichtig mit dieser Information umgehen? Bedenkt aber auch, wie gesagt, dass es nicht so sonderlich, ja, vorteilhaft ist in der Harry Potter Welt, so ein Talent zu haben. Also bezieht das auf die Harry Potter Welt und nicht auf eure Muggelwelt. Ist, glaube ich, dann etwas einheitlicher dann auch. Und schreibt mir auch gerne mal, generell, würdet ihr sagen, dass ihr einen Basilisken züchten würdet oder würdet ihr das wahrscheinlich eher nicht tun? Das ist auch mal eine interessante Frage. Beantwortet die mal ehrlich und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich werde mir jetzt zum Ende dieser Folge nochmal kurz so eine Statue schnappen, weil eine fehlt mir ja, wie gesagt, und dann haben wir eigentlich alles gemeistert. Und dann werde ich ja, wie gesagt, nur eben die Fackeln so positionieren, dass es ganz gut aussieht. Ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Das war im Übrigen auch eine Idee von euch als Zuschauer. Also, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, mit diesen Statuen in so eine Ecke reinsetzen, also in so eine Vertiefung. Und ich muss sagen, danke. Danke für diese Idee, gefällt mir wesentlich besser. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal kurz gucken. Ich hatte nämlich, glaube ich, gar keine mehr. Harry Potter Universe Mod. Doch, 5 Stück? Okay. Gut, ja, ich bin nicht böse drum. Bin nicht böse drum. Ja, okay, so teuer sind sie jetzt auch nicht. Wobei, das nehme ich zurück. Also ein Eisenhelm, dann braucht man Bricks und Magical Power Powder. Ist schon nicht ganz so günstig, aber auch nicht so mega teuer. Das hält sich eigentlich so ganz die Waage. Ich finde Bücherregale wesentlich aufwendiger. Aber jetzt haben wir ja so ein kleines Held ange... Das mache ich, glaube ich, auch nochmal zum Ende der Folge. Ich werde, glaube ich, jetzt jede Folge einfach mal so ein bisschen abbauen, weil wir brauchen ohne Ende Bücherregale, Leute. Ohne Ende. Das wird noch richtig spannend. So. Und jetzt gehe ich noch einmal in den Game Mode 1. So, um den einmal wegzunehmen. Oh Mann, ich hasse das. So, und dann setzen wir den wieder hin. Dann gehen wir wieder raus. Schreiben kann ich auch nicht mehr. So. Gut, jetzt brauchen wir uns auch keinen mehr cheaten, weil wir hatten ja vorhin nur einen übrig. Das war jetzt der, den wir weggenommen haben.
Das heißt, wir machen hier einen hin und wir machen hier einen hin. Sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr cool aus. Eine Sache, die ich jetzt allerdings noch mega interessant fände. Bilder, genau. Nee, das ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Sowas wäre ganz nice. Ich will diesen Banner. Da gibt es ja so einen Banner, das man kriegen könnte, wenn man Glück hat. Aber irgendwie habe ich hier gerade gar kein Glück. Oh, komm schon. Sonst kommt das immer. Oder muss ich das da hinsetzen? Das will ich. Aber das soll da unten hin. Ja, okay. Eins haben wir. Das ist natürlich immer noch eine Minecraft-Textur, aber ich finde, die passt trotzdem so ein bisschen. Später werden wir die dann hoffentlich auch nochmal umändern, muss ich mal gucken. Hier werden wir auch noch so einen Banner hinsetzen. Hashtag Symmetrie und so. Ich weiß gar nicht, ist das so wichtig, auf Symmetrie zu achten? Findet ihr persönlich wichtig, dass alles symmetrisch ist oder möglichst alles symmetrisch? Oder würdet ihr sagen, das ist gerade in Hogwarts gar nicht so wichtig? Oder generell vielleicht gar nicht so wichtig? Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich achte da immer sehr penibel drauf, also jetzt nicht grundsätzlich, also ich bin da so, ja, ich bin moderat, was das angeht. Also häufig achte ich drauf, aber wenn es sich nicht erinnern lässt, dann kann ich da auch drüber hinwegsehen. Aber ich weiß auch, dass viele Leute da sehr, sehr streng sind. Die würden zum Beispiel sowas hier gar nicht tolerieren, dass das unterschiedlich aussieht hier. Aber das ist gar kein Problem, finde ich jetzt. So. Ja. Ich würde sagen, versuchen wir das. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, ist nervig, ich weiß. Aber ich fände es schön, wenn wir das auch noch hier mit den Bannern schaffen. Ich hoffe, das klappt noch. Und jetzt klingelt unten bei uns die Tür. Und die Hunde kläffen. Was ist denn hier schon wieder los? Ach, Herr Jemine. So. Wir haben es gleich geschafft. Kann sich nur noch um 3 Jahre handeln. So. Und so. Ich merke das schon. Gleich haben wir das Gesetz und aus Prinzip werde ich es dann wieder abbauen. Ah, da haben wir es. Okay, und noch einmal. Komm schon. Einmal Spiel. Das muss doch klappen. Sei einmal korrekt zu mir. Komm, bitte, 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 bitte. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, okay, das hätten wir geschafft. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt auch so weiter. Ich will jetzt auch nicht hier übertreiben. Und ja gut, ja, hier machen wir jetzt mal eine Fackel hin. Nein, Moment mal, Fackeln wollten wir auf die andere Seite nur machen. Gut, das heißt, wir machen... Sollen wir dann hier wieder überall Fackeln? Nee, das ist dann zu viel auch. Wir lassen das so, wie es jetzt ist. Also an jeder zweiten Stelle... Leute, das sieht mega geil aus. Der Gang wirkt gleich viel, viel größer. Und trotzdem haben wir hier dieses Profil in der Wand mit den Statuen. Das heißt auch dieses, dass die Wand nur ein Stein dick ist, wird gar nicht mehr so auffällig, wenn man jetzt bedenkt, dass wir hier so eine Vertiefung haben. Da denkt man direkt, die Wand wäre viel dicker. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, doch, gefällt mir sehr gut. Dann würde ich sagen, Leute, hinterlasst mir gerne mal eure Meinung zu dem Thema, was ich heute angesprochen habe und auch gerne zu der heutigen Bauaufgabe. Findet ihr das Ganze so schön, wie es jetzt ist? Würdet ihr sagen, da kann man irgendwas besser machen? Und wenn ja, was kann man da besser machen? Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Haut da rein und bis dann. Ciao, Leute!